So eine spontane Pilztour. Ja, ist Mittagspause bei dieser Schnupperwoche hier, wo ich Schnupper gehe. Und nächster Wald, wo ich vor 3-4 Monaten nicht mehr gegangen bin. Na, 4 Monate. Naja, so 3 Monate. Und mal schauen, welche Bäume noch am Start sind wegen der Nacht der Forstwirtschaft. Und ich sehe ja schon sehr viele Bäume, die schon abgedingselt wurden. Mal schauen, wie es Wald aussieht. Oh. Der Stamm kennt jeder. Die Beinlänge. Zum Sitzen. Ja. Jetzt die Kiefer, ob die Kiefer noch da ist. Meine geliebte krause Gucker-Kiefer, ob die noch steht. Aber man sieht's, bam, es ist. Wo ist jetzt meine Kiefer? Ach du Scheiße, ich erkenne den Wald nicht mehr. Das ist die hier. Oder nein, das ist die hier. Oder die hier. Ist die hier? Muss man nachher schauen. Ja. Ich wollte wegen dem Fichtenzapfen Wildling schauen. Weil diese Stelle. Oh mein Gott, ich hab so böse Wildlinge. Ach, weil hier meine. Der Wald wird immer mehr Licht bekommen. Immer mehr. Sind die Birke da auch noch dort oder haben sie schon weggelegt? Meine Birkenpollenbirke. Ich seh dich nicht. Ach du Scheiße, oha. Sie haben es getan. Oha, sie ist runtergefallen. Ach du. Sie ist runtergefallen. Oha. Oh mein Gott. Die ist einfach runtergefallen. Oh. Alles klar, Digga. Aha. Alles klar, Digga. Wie sie? Ich habe sogar im April noch gesucht. Fichtenzapfen rüben. Ah, jetzt ja, sind hier. Er sieht hier! Jetzt hat überall, ey. Überall. Ach, bin ich zum Sammeln hergekommen, nur zum Schauen, ob sie da sind, und sie sind da. Ja, überall sind die, ey. Ja, das ist super, dann kann ich. Nicht heute. Ah, sind da. Die Fichtenzapfen-Rüblinge. Hier ist mein Hotspot. Ich will nur ein bisschen schauen, wo die sind.
Da habe ich auf dieser Wiese sehr viel gefunden. Ja. Okay. Für was war das gut? Für was? Ja, Pilzfreunde, hier haben wir ein Fichtensaftmulden. Ich wollte nur checken, ob hier welche sind, dass ich am Freitag oder Mittwoch, keine Ahnung wann, die sammeln kann, sozusagen. Und es sind echt hier welche. Hier sieht man den grauen Punkt hier. Und ich habe jetzt eine richtig großen gefunden. Aber hier überall, wo ich hier stehe, sind überall die Wichtenzapfen, Rüblinge. Man sieht hier Forstwirtschaft richtig am Bam Bam. Ja, und ist der Pilz, den ich zeigen wollte, der richtig groß ist. Ja, es ist sehr mühsam zu suchen, wenn man einen Grüppling findet, findet man überall einen Grüppling. So, für die Stimme hier. Ja, hier haben wir gefunden, hier, den Oschi hier. Hier sind noch ein paar welche. Das ist schon was. Zum Trockenschaden. Kleine Pilz ist das Trockenschaden richtig Ausmaß. Aber hier wachsen die. Ja. Das ist gut zum Wissen, weil. Letztes Mal habe ich hier letztes Jahr schon April, Anfang April, wo es noch hier die Kälteeinbruch gekommen war. Also jetzt ja, habe ich immer noch Fichtensaftblumen gefunden. Ja. Hi Pilzfreunde, ja. Vorher wird es nur ein Video sein, aber in verschiedenen Tagen. Und ich erkunde ein bisschen den Wald, wo ich vorgegangen bin. Und es sieht komplett anders aus. Sieht man selbst. Oh Gott. Ah, ist auch egal. Ja, die Augen täuschen sich manchmal. Oh, ja. Wie er sieht komplett verwüstet aus. Ja, sie haben immer die Dorn weggemacht, aber. Guck mal, nee, weil ich die weggenommen habe. Also, wenn meine Eltern wieder schon am Boden liegen lassen. Ich bin auf Hoffnung. Die sterben eher ab. Das ist genau der gleiche Hallimarsch, einfach drei Monate später. Das ist immer noch hier. Die Breste. Ja, ich komme vom Hallimarsch. Weiter finde ich einen Pilz. Hier sein. Waren Unmengen von Hallimarsch. Was ist die Mehrzahl von Hallimarschen? Da sieht man auch das Schwarze. Hier hinten auch. Ja, alles klar. Aha. Ja, Pilze, Freunde. Ihr habt es, glaube ich, nicht bemerkt, was jetzt hier passiert ist. Mein ganzes Gebüsch, einfach die Erde hat es einfach gelöst und ist. Werde jetzt vom Hang runterfliegen. Wenn ihr bitte meine älteren Videos wieder durchschaut und den Wind im Hintergrund ein bisschen seht, das war vorher nicht so. Gar nicht. Das ist einfach lose. Das ist, ja. Aha. Man sieht hier wieder das Grundwasser, also das Quellwasser hier, was hier ist, ist ja gefroren. Das ist gefroren. Das ist einfach gefroren. Ja, es spielt langsam, aber in der Nacht wird es wieder. Sieht er. Krass, gell?
Ist einfach gefroren. In Wasser doch der Boden zieht gerade. Krass. Ja. Also bis jetzt hat der Wald noch genug Wasser, weil es werden jetzt ein paar Tage gar kein Regen kommen. Aber gefrieren Dings, das macht schon den Wald dazu schon schaffen. Ja, mal schauen, wie sich die das noch weiter so entwickelt. War zu alt, aber können sie ja drauf tun. Ja, genau, eine 117 Meter. Hier eine neue Stelle mit Südersorgen gefunden. Endlich mal. Ich schau mal ein bisschen die Holunder an, allgemein. Zu schauen. Weil es sind, glaub ich, mehr Fichtentapfrüblinge. Ja, beim anderen habe ich nur eine einzige Stelle. Und hier. Ja. Ach, guck mal, den Holunder an. Der ist ein bisschen. Ja. Ja, wir sind jetzt bei dieser Stelle angekommen, bei der Feuerstelle hier. Aber der bald. Man merkt, der Frost war am Start. So, wenn ich mit so wackelig blutem Handy. Das Blätter sind auch wie in so einem Video das von aus. Muss ich echt sagen. Und ich habe jetzt zwar nicht, aber generell so ein kleines Short-Video aufgenommen. Überall, und ich habe jetzt zwei kleine Fichtenzapfenrüblinge gefunden. Und jetzt finde ich dich nicht mehr. Doch, das sind noch mehr. Oh mein Gott, es sind noch mehr. Es noch mehr Baby. Jö, jö. Nein, jetzt muss man wieder kommen. Ich bin. Ah, das sind Dornen. Ich wachsen Babydornen. Ah! Ich hasse Dornen. Wundert. Aua, Dornen sind auch wichtig. Au, Junge! Okay, kompletter Neustart. Ich habe hier ja ein Grüppchen von Fichti, Safi, Rübling gefunden. Meine Deutsch nie so gut. Ich muss hier diese Dorne bitte beseitigen. Okay. Jetzt ist er auf den Knie. Okay, easy. Hier sind schöne Babypilze. Baby. So, ich habe keinen Cloud-Speicher mehr. Egal, ist mir komplett sehen. Ja, guck. Ah, ja, schöne Baby-Mac-Baby-Pilz. Och, Junge. Ach, ich will keinen Dreck im Korb. Da wird ein Pilz ist ordet. Oh Gott. Das, Freunde, das ist sogar ein Schwefelkopf. Warte, was ist das? Ein Flemmling. Rauchblättiger Schwefelkopf. Was ist das? Ach du! Was ist das? Flemmling? Oh, das ist nicht mehr so gut zu erkennen. Ja, guck mal, das ist ein Pfifferling. Ach du. So, hey, bei Morsch. Kann ich einen Schwefelkopf sein, weil ich nehme den zum Bestimmen mit. Ach Gott. Lol. Ich bin seit einer Stunde im Wald und finde gefühlt gar nichts. Ach du. Okay, was?
Oha. Oha. Das ist komplett Marsch. Da hätt's noch was, das ist noch echt viel, aber langsam. Ja.